und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video mitten aus Berlin. Ich habe mal wieder eine neue Videoidee am Start. Immer bemüht, euch was Neues zu bringen. Errate ich den preisgekrönten Döner. Der gute Ahmed hat mir 3 Döner rausgesucht. Wir sind mitten im Video gerade, muss ich dazu sagen. Und ich muss erraten, welcher davon preisgekrönt ist. Ich sage euch nur, wir befinden uns auf dem Drahtseilakt. Viele Erkenntnisse aus diesem Video. Zum einen, dass wir derbe dämlich sind, ich und Ahmed. Ihr werdet noch genau erfahren, warum. Also, wenn der ein oder andere Döner hier ausgezeichnet ist, sage ich nur so viel, dann gehören die Leute gesteinigt, die diesen Döner ausgezeichnet haben. Wir starten im Video. Lasst mir gerne einen Daumen oben da. Lasst ihn knallen für immer wieder neue Ideen. Ich gebe mir wirklich, wirklich Mühe, ja, euch Spaß zu bereiten. Und dann geht's jetzt los im Video. Viel Spaß. Ja, was hast du dir jetzt dabei gedacht, mein Lieber? Wichtig war für mich, dass ich 3 Döner raussuche, die Holger noch nie gegessen hat. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er es noch nicht getan hat. Auf jeden Fall ist einer dabei, der ausgezeichnet wurde. Und ich würde sagen, wir legen mit dem ersten los. Also da bin ich selber gespannt jetzt, Leute. Da werden jetzt natürlich 3, hoffe ich, Hochklasse-Döner kommen. Und nicht dreimal irgendwie so gefühlt, wo ich danach sage, scheiße, das ist komplett B-Ware. Das beste Szenario, wenn ich zum Schluss denke, so, oh, ich weiß nicht, die waren alle so heftig, dass ich gar nicht weiß, was ich wählen soll. Das Schlechteste wäre, dass ich denke, scheiße, wer wollte mich jetzt hier verarschen? Man muss auch dazu sagen, es ist halt sehr, sehr schwer, Döner noch zu finden, die gut sind, die Holger noch nicht kennt. Das auch, ja. Ne? Deswegen, ich habe mir schon Mühe gegeben. Und ausgezeichnet. Und ausgezeichnet. Okay, sehr schön. Es ist Hissa, von dem habe ich viel gehört, nie gegessen. Ein sehr berühmter Döner, 1000 Videos schon im Internet, die kursieren. Jetzt Ahmed wird noch mal drin scouten, nicht, dass irgendwo eine Auszeichnung hängt oder so, weil ich da jetzt natürlich mit reingehe. Da werden wir jetzt mal kicken. Dann kicken wir, aber ich nehme die Beine in die Hand und dann schauen wir mal. So, Laden, eben konnten wir knicken, das war so geil. Ich habe ja zu Ahmed gesagt, check vorher ab, wenn da eine Auszeichnung hängt oder so, muss ich draußen bleiben. Nur wir haben nicht drüber nachgedacht, wenn Ahmed dann sagt, dass ich draußen bleiben muss, dass ich ja weiß, dass der ausgezeichnet ist. Das Ding ist, es war eben nicht mal der, den wir rausgesucht haben, der war zufällig auch ausgezeichnet. Deshalb, wir gehen jetzt auf ganz normal safe und kontrollieren nochmal. Auf ganz, ganz gediegene Nummer. Du darfst einfach nicht mehr rein, ganz einfach. Achi, wir machen das jetzt so folgendermaßen, ne, damit sowas nicht nochmal passiert. Sag, wenn ich stehen bleiben soll. Aber nicht bei den ganzen, also wir sind hier gleich da, wo die ganzen Junkies... Ach, da wollte ich dich ablassen. Das erinnert sich schon an früher. Nee, mein Lieber. Wir gehen jetzt rechts rüber. Okay. Und du stellst mich irgendwo ab einfach. Ja. Oh, mein Lieber. Oh, mein Lieber. Nee, da wollte ich nicht unbedingt bei den ganzen Abhängigen stehen, um das so auszudrücken. Beim Warten habe ich bemerkt, Berlin ist echt großzügig sowas. Also die denken an ihre Einwohner, schaffen Komfort. Hier kannst du mitten am Rand einfach mal schiffen gehen. Das nenne ich Luxus. Ja, noch ganz kurz nur, falls du auf Toilette musst, siehst du das? Ich frage mich, wenn man jetzt da hinstrullt, ob man eine Strafe von der Polizei kriegt. Nein, ich denke, das ist extra dafür gemacht. Kann ich mir vorstellen. Damit die denken an ihre Einwohner hier. Ich möchte kurz und knackig bei dem Döner halten. Wir bewegen uns natürlich im Nicht-Selfmade-Ranking. Aber das ist leckeres Fleisch, muss man einfach sagen. Richtig schön gebräunt, knackig, wunderbar. Also das ist ein Brot, was ich schon sehr oft gegessen habe, aber lange nicht mehr. Gefällt mir gut, für einen Döner wunderbar. Ich muss mir noch mal da genaue Gedanken gleich machen. Ich weiß selber gerade noch nicht, was ich hier laber. Also ein absolut heftiger Döner. Ich glaube aber nicht, dass das der ausgezeichnete ist. Weil davon sticht er einfach in keiner Hinsicht raus. 1 Million Mal schon diesen Döner in gleicher oder ähnlicher Art gegessen. Also, dass der ausgezeichnet ist, würde mich sehr wundern. Wir gehen erstmal zu den anderen beiden. Ich muss wirklich sagen, er war, auch wenn das, sage ich mal, irgendwo ein Standarddöner war, natürlich, war der echt stark umgesetzt. Also, ich gebe den echt eine 7,7. Trotzdem, wirklich stark, Mann. Es war ein guter Döner. Ach, wo führst du uns hin, Mann? Wir sind im Arsch der Welt, Alter. Also, ich sage euch ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich kann ja nicht einfach vorher hierher fahren und alle Standorte abklappern. Ich habe das Gefühl, Ahmed zieht mich gleich aus dem Auto und versucht mir den Arsch. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Ahmed, ich glaube, du hast uns hops genommen, Mann. Ich guck noch mal. Ich habe tatsächlich nur vergessen, bis einen Zahlendreher gehabt in der Navigation. Also bist du nicht entlassen heute, Ahmed. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ahmed ist richtig schnell gewesen, Mann. Gesprintet, Junge. Der Junge ist fix unterwegs, Mann. Der ist, glaubt man wirklich nicht, ohne Scheiß. Ich habe den mal gesehen, als er jemanden helfen wollte, auf der Straße umgekippt ist. Der ist 35 km/h, ist er gelaufen. Ich muss aber dazu
sagen. Hab extra bei dem anderen geguckt. Er hat danach für einen auch noch einen Stern gemacht. Mhm. War auch so fett belegt. Ja. Ja. Kann aber auch Tarnung gewesen sein. Kann Tarnung gewesen sein. Hast recht, ja. Also, kann mir nicht vorstellen, dass der ausgezeichnet ist. Also, man muss wirklich sagen, zum Schluss kann man es nicht wissen. Das ist einfach Standard sein Urgroßvater. Maximal. Also, ich weiß nicht, was ich da gleich noch verbergen soll, damit das irgendwie eine Auszeichnung bekommt. Das ist auch Kategorie Döner, muss ich euch sagen. Das ist anstrengend, den zu essen. Oben, klar, ist jetzt noch keine Soße, aber du beißt dich durch und musst dich erstmal durchkämpfen und hoffst auf den Moment, dass gleich irgendwie ein Highlight kommt beim Döner. Aber erstmal kämpfst du dich durch und musst wirklich darauf warten, dass jetzt was Heftiges kommt. Jetzt ging es schon langsam. Also merkt man einfach ganz klar, und das ist eigentlich schon haram, das zu sagen. Hier ist das Fleisch überhaupt nicht das, wodurch ein Döner punktet. Und das Fleisch oben war, wie gesagt, der Kampf, durchkämpfen. Und dann kommt endlich die Soße, dass ich mich darauf freuen kann, dass irgendwie die Kombi ein bisschen auftrumpft. Und nur das Fleisch kannst du trinken, so für sich. Na, Kombi gerade geht das klar. Offiziell Gnadenurteil. Wer das ausgezeichnet hat, den rufe ich an. Dann ich schwöre, den rufe ich an. So nett. Und sie haben gefragt, welcher Kanal. Das tut mir leid. Der schmeckt nicht verkehrt, versteht mich überhaupt nicht falsch. Vernünftig, aber absolut Oberstandard. Die tun sich keinen Gefallen mit dem Vollpacken. Jetzt, wo du unten hinkommst und alles sich vermischt, ist ja wirklich lecker. Immer noch Standard, aber ich bin an dem Punkt, wo ich sage, bei dem Döner gebe ich trotzdem eine 6,3. Nicht komplettes Mittelfeld, der ist schon ein bisschen drüber vom Geschmack über komplett Standard, aber niemals preisgekrönt. Wer den, wie gesagt, preisgekrönt hat, das hört sich jetzt so gemein an, aber preisgekrönt, das wird auch der Besitzer wissen. Das ist ein Standarddöner, lecker, aber den kannst du doch nicht preisgrönen. Also Spot Nummer 3. Ich warte jetzt auf Ahmed. Er holt jetzt den letzten Döner raus. Ich muss euch sagen, also bisher, wenn da irgendwas preisgekröntes bei war, dann weiß ich wirklich nicht, was aus dieser Welt geworden ist. Nichts gegen die Läden, leckere Döner, aber wer diese Döner bisher auszeichnet, der gehört gesteinigt. Dann möchte ich wissen, wer diese Döner ausgezeichnet hat. Jetzt kommt Ahmed gleich und dann kriegen wir auch das Urteil. Und dann erfahre ich auch, welche Läden das waren. Wir haben den endlos vollgekriegt. Also niemals kriegt so jeder einen Döner. Jeder, unglaublich. Sag ich dir so, wie es ist. Schön kostet das Fleisch. Da hebt sich schon mal zu den ganzen anderen Dingern ab. Und zu vielen Dönern, sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, wie ich den essen soll. Hier ist ein schönes Rotkraut drin, muss man sagen. Gefällt mir jetzt super, hebt sich direkt ab. Von anderen Dönern. Heißt nicht, dass er ausgezeichnet sein muss, aber es fällt mir direkt auf beim Essen. Na, ganz ehrlich, war auch wieder anstrengend, oben alles wegzuessen. Den tatsächlich denn lieber direkt so in der Kombi gehabt. Aber wenn man mega Hunger hat, ist es auch ganz geil, oben noch was wegsnacken. Aber der gute Teil kommt jetzt, wo alles zusammen ist. Ein super krosses Brot, geiles Kraut, direkt saftiger als der andere Döner. Es gab einen Moment gerade beim Döner, wo es mir zu intensiv war. Dann aber auch erst im Moment ganz am Ende, wo es wieder geil ist. Ich bin sehr zwiegespalten, was den Döner angeht. Also Leute, ich habe jetzt 100 Jahre hin und her überlegt. Ich muss jetzt einfach was raus, bevor ich hier 100 Jahre stehe. Ich würde dem Döner hier eine 7,4 geben. Es war ein guter Hackfleischdöner. Früher hätte ich mit Sicherheit so einen Döner anders auch bewertet. Aber ich habe jetzt inzwischen auch wirklich viele Hackfleischdöner gegessen. Und mehr ist einfach nicht drin. Also es ist definitiv besser als der andere Hackfleischdöner. Aber am Ende des Tages ein stinknormales Ding. Der preisgekrönte Döner ist safe nicht der Döner davor, den wir eben hatten, den ich eine 6,4 gegeben habe. Der preisgekrönte Döner ist auch nicht der allererste. Wenn einer der preisgekrönte Döner ist, dann muss es der hier sein. Ich weiß, ich habe ihm weniger Punkte gegeben als dem anderen, aber ich denke einfach so, die Berliner sind auf diesem Berliner Film, geben diesen hier eine Preiskrönung. Aber wohlgemerkt, ich würde safe keinem von diesen Dönern eine Auszeichnung geben. Das geht nicht. Was sagst du, Ahmed? Was ist es? Du hättest auf deine Punktzahl hören sollen. Ehrlich? Ja, der erste war es tatsächlich. Wirklich? Okay, von der krass. Top10berlin.de Seite, ja, als erster Platz gerankt, der Tadem-Döner. Tadem war das? Tadem. Okay, krass, ja, krass. Also du hättest tatsächlich auf deine Intuition und auf deine Punktzahl hören sollen. Ich hätte drauf hören sollen, aber am Ende des Tages, so wie es ist, war das jetzt auch absolut nichts Außergewöhnliches. Aber es war ein guter
stabiler Döner, krasser, ja. Aber na gut, was soll man sagen? Am Ende des Tages habe ich dann verkackt. Ich finde nicht verkackt. Ja. Du hast ihm trotzdem die höchste Punktzahl gegeben. Die höchste Punktzahl gegeben. Also wenigstens muss ich jetzt niemanden steinigen von den Punktevergebern. Ja, danke Leute fürs Dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne mit einem knallenden Daumen oben wissen und einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.